Moin, Mann, Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, unseres Bau-Dings, unserer Bauserie am RP-Server. Und zwar sehen wir hier irgendwie so was komisches Gedöns hier mit Wolle. Hier entsteht offensichtlich ein Gebäude und dahinter sieht man ein bisschen Schienen und Bahnsteige, also wird das wohl Bahnhofsgebäude. Da haben wir eine Stadt angefangen, die nennt sich hier Dirnhofen und die kriegt dann etwas größeren Bahnhof, auch die erste Hauptstrecke und so weiter. Und da bastel ich heute mit dem komischen Firestorm dran. Moin. Ja, voll krass. Und wir haben heute die ehrenvolle Aufgabe, einen Tunnel zu graben. Also, wenn das mal keine super Aufgabe ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Es wird richtig aufregend. Also, ich kann schon gar nicht fassen, dass man mir so eine unglaublich anspruchsvolle Aufgabe hier anvertraut. Ein Tunnel einfach graben kann. Ist schon, ja, der ist schon was wert. So. Ich muss allerdings mal. Moment, kann ich nicht. Mist, dann muss ich mir irgendwie hier so komisch durchbauen. Ja, okay, ich muss wohl hier leider von Hand ran. Tatsächlich, weil ich hier jetzt auf die Schnelle nicht so gut eine Diagonale hingezimmert bekomme. Es sei denn. Ich markiere mir das kurz. Geht natürlich auch noch. Ja. Dann ziehen wir mal hier so eine lustige Markierung irgendwie rüber. Oder ich könnte das auch mit einem Teleport machen, das geht auch. Nur mal kurz gucken. Ach Mann, ich weiß auch nicht, warum ich alles gerade so kompliziert machen muss. Ich grab mich jetzt einfach kurz die Hand durch. Wenigstens eine Ahnung, wo es lang geht und dann vertreibe ich ein bisschen Zeit, denn hoffentlich kann ich dann noch mal ein bisschen andere Dinge machen, die aufregender sind. So wie eine gewisse Grundlage fürs Gebäude gemacht ist. So, und jetzt könnt ihr auch was sehen, wo wir hier irgendwie graben. Ist auch gut, wir können auf der Minimap auch super unseren kleinen Fortschritt sehen hier. Wie weit wir noch graben müssen. Wir sind ja gerade mal bei der Hälfte angelangt. Wie schön. Aber die Hälfte ist natürlich schon ein Erfolg, das muss man schon sagen. Ah ja, man muss immer was Positives sehen. So. Wie sagt doch der Optimist, das Glas ist halb voll, während der Pessimist sagt, das Glas ist halb leer. So in etwa. Der Pessimist sagt, das Glas fällt gleich runter. Oder so. Okay, nö, der sagt eigentlich nur, das ist halb leer. Es hat eben genau dieses Paradoxon, dass eigentlich ein halb volles Glas auch gleichzeitig ein halb leeres Glas ist. Tja. Naja, und dann ist halt die Wahl der Worte, ne? Das ist im Prinzip auch alles. So. Naja, so funktioniert die menschliche Psyche. Richtig dumm eigentlich. Ah, hier drüben ist ja auch noch gar nicht hier die ganze Wand weggeschlagen. Weiß nicht, hier sollte aber sowieso irgendwie ein Bogen bleiben, oder? Was sollte hier hin? Bogen? Da weiß ich nicht, was hatten wir denn hier dann vor auf der anderen Seite? Sollte ja nur so ein Dammeingang eigentlich hin. Ja. Ja, wie. Ja, das haben wir noch nicht Da wolltest du einfach ausgearbeitet. nur eine kleine simple Fassade dann haben, oder wie, oder was? Wahrscheinlich, ja. So ein Rampentunnelausgang, das reicht ja, glaube ich, mal. Ja, gut. Ach, warte mal, ich mache das hier nochmal kurz wieder zu. Das hat einfach den Sinn, dass ich gleich mit World Edit dann etwas einfacher den Mist dann wegsetzen kann, weil wir graben jetzt nur die Außenränder und dann gucken wir hinterher, dass wir das mit World Edit dann einmal hier alles, was dazwischen liegt, dann nochmal wegmachen. Ja, das ist eine wirklich sehr aufregende Aufgabe, ich weiß, aber naja. Ja, doch, ich finde die Materialkombi kann man machen. Ich habe übrigens keine Ahnung, da drüben landen wir dann zwischen zwei Bögen vom Damm, ne? Wie Aber sollen wir das sonst. denn dann optisch dingsen? Weiß ich nicht, die Bögen daneben, vielleicht ein bisschen stauchen und dann ein eckiges Portal zwischen oder so. Ich weiß nicht.
Ja, mal gucken, was wir machen. Vielleicht fällt mir ja was ein. Oder den Tunnelausgang so im 45-Grad-Winkel zu beiden Seiten öffnen. Hä? Hey? Dass er so breit wird, dass er es einnimmt, den Platz. Ah, sieht doch komisch aus. Nee, das sieht komisch aus, wenn der Tunnel irgendwie breiter wird, glaube ich. Keine Ahnung. Ja, doch, ich denke schon, dass es komisch aussehen würde. Das sehe ich nicht als gute Idee an. Funk. Genau, jetzt haben wir den Tunnel gegraben. Müssen wir einfach mal ein bisschen, weiß ich nicht, ausgestalten oder was? Ah, ja, weiß ich nicht. Jetzt bin ich genau vor diesem Problem mit diesen Bögen hier. Ah, Mist, was mache ich damit? Ja, sonst gucken wir gleich erstmal einen Tunnel. Ja, dann kümmern wir erstmal kurz um den Tunnel, dass der passt. Weiß ich nicht, welchem Stil soll der denn sein? Ja, schon ein bisschen älter. Wenn wir nach der Geschichte gehen, dass der Bahnhof ja mal renoviert wurde, dann muss er ja. Oder saniert, oder was auch immer. Würde ich den Tunnel schon älter lassen darunter. Ja, ich habe da hinten ja an der Straße so einen Entwurf gemacht. Meinst du dann so wie die Straße auch, oder wie? Weil da hinten gibt es ja eine. Im Damm gibt es ja so eine Unterführung. Da geht ja die Straße einmal durch den Damm durch. Könntest dich so gleich teleportieren, wenn du wolltest. Ich fliege aber gerade noch hin. Ich hätte mir auch teleportieren können, das war jetzt irgendwie nicht so schlau. So, hier Richtung Brücke halt. Jetzt bin ich gerade mal da. Ja, ich halt schon so einen Tunnelentwurf. Jetzt so sieht das halt aus, dann. Das war halt irgendwie der Entwurf. Was, wo bist du? Ja, teleportier dich halt. So, was ist ja hier der Tunnel unter dem Bahndamm irgendwie? Ja. Nur vielleicht ein bisschen dunkler noch. Dunkler? Ja, ich weiß nicht, ob das helle da so reinpassen würde. Dunkler? Dunklere Materialien nehmen. Dann soll ich dann mit dem Basalt arbeiten, was ihr ja auch schon angefangen hat, oder was? Ja, grauer Beton ist das einfach nur. Also ist es eine gute Kombination? Ist halt ein bisschen arg dunkel, glaube ich. Also es kombiniert sich, glaube ich, ganz gut, das Material, aber es ist halt ein bisschen arg dunkel. Naja, früher haben sie nicht wirklich darauf geachtet, dass es freundlich ist für die Nacht oder so. Alle alten Tunnel, die ich bis jetzt gesehen habe, sind einfach nur dunkel und scheiße. Ja, wie breit sollte... Aber das ist jetzt schon die Breite, die der Gang haben soll, ne? Ja, ja. Gut, das heißt, die Wände kommen dann in die Erde rein, irgendwie da. Okay. Anstelle der Erde. Okay, gut, dann. Dann müsste ich hier nochmal. Außen nochmal weg. Basteln hier alles. So. Wird dieser Anzeigefehler ist auch wirklich wunderschön. Ich weiß nicht, wo der herkommt. Ja. Bei mir lädt einfach der Chunk da nicht. Ich verstehe es nicht. Ach ja, es gibt Dinge, die sollte man auch einfach nicht hinterfragen hier. Echt, das sind sehr viele Dinge, die man hier nicht hinterfragen sollte. Manchmal hat es auch seinen eigenen Kopf, würde ich sagen. Ja, das sowieso. Ein ganz schön schmaler Gang dafür, für dieses riesen Bahnhofsgebäude, was da irgendwie so ein bisschen... Ja. Stehen wird. Naja.
Haben wir irgendeinen stahlähnlichen Block? Ja, ne? Haben wir doch bestimmt. Sicherlich. Massive Engine. Oh. Ich soll der Tunnel dann auch wieder die Unterführung wieder so in so eine Bogenform bekommen? Nee, der soll eckig bleiben. Okay. Was nehmen wir denn für ein Bodenmaterial dafür? Ah. Mal sehen. Was haben wir denn hier Hübsches für ein Bodenmaterial? Ach, weißt du, das überlasse ich dir mit dem Bodenmaterial. Ich mach das mal kurz zu Stein, das kann man ja noch ersetzen, oder? So. Oder aber wir machen das ganz anders und ich grab jetzt auch schon mal hier Bahnhofsgebäude alles um. Na gut, vielleicht nicht da, wo die Markierungen sind, die können wir vielleicht noch gebrauchen. Ja. Gibt's eigentlich eine simple Lösung, ne? Warte. So, einmal bis zum anderen Ende hier drüben. Boah. Jetzt nehme ich mir hier Wolleblöcke. Und blaue Wolle. So, und dann mache ich jetzt aber Folgendes. Alles, was nicht Wolle ist. Weg. So. Fertig. Ja. So. So, dann ist der Boden nämlich schon mal hier freigehalten, dann können wir da hinsetzen, was auch immer wir halt am Ende haben wollen. Dann muss ich mir dafür den Gang auch nicht solche Gedanken drüber machen erstmal. So, okay. Ja gut, die Markierung von der Wolle brauche ich auch nicht mehr, der Gang ist ja jetzt da. So. Ja cool, jetzt kann ich in den Gang kommen. Wie breit mache ich denn die Bögen hier gerade mal? Tja. Was das angeht, muss ich mal gucken, wie ich das trenne. Machen wir mal erstmal hier überall diesen lustigen Fuchsblock hier hin. Ist immer noch sehr interessant. Ich verbinde mal eigentlich gleich erstmal mit Drogen, aber es ist halt einfach Block. Hier. Es ist einfach nur ein Block. Mhm. Ja, das ist.
kurz gucken, wie die Abstände zwischen hier Bahnsteig und sowas alles und Gleise alles mal markieren und mir mal nach unten bewegen hier. Dass ich mir dann überlegen kann, wie ich das segmentiere hier unten. Weil wenn ich jetzt einfach nur eine glatte Wand ziehe, ich weiß ja nicht. So. Naja gut, alte Tunnel sind einfach nur ausgespritzte Wände. Oder noch aus Ziegelstein zusammengesetzt. Ich glaube nicht, dass da irgendwelche besonderen Formen drin sind. Ja, aber es sieht halt auch in Minecraft halt scheiße aus, wenn man das zu simpel macht. Oh Mist. Ich bin noch zu tief. Dann mache ich jetzt erstmal. Ja, jetzt stimmt die Höhe. Dann machen wir mal 40 oder 50, das reicht, ne? Ja. Gut. Gut. Ne, es ging ja darum, dass ich es einfach nur ein bisschen aufteilen wollte, dass man halt schon so ein paar Ansätze zu Säulen hat. Haben. So. Okay, wir haben hier vier Blöcke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4. Warum ist es denn so ungleichmäßig? Hier haben wir halt 8. Hier haben wir nur. Achso, ja, stimmt, der Gleisabstand unterscheidet sich ja. Ja, okay, dann. Ja, dann macht es aber halt nicht leichter, ne? Das macht es eigentlich auch noch schwieriger. God damn. Na, irgendwie bin ich mit der Wahl vom Fundament, also ja, mit dem Rahmen, ist noch nicht so ganz zufrieden. Ja, dann überlege ich was Neues, was? Mach ich auch. Gut. Noch kurz das Internet. Wie sieht das denn so aus? Ja, drüben habe ich es halt geschafft, einfach diagonal zu ziehen. Geht halt auf der anderen Seite nicht so gut. Weil da eben dieser richtige Bogen halt gesetzt ist. Da noch die ganzen Bögen überall. Eigentlich müssen wir natürlich sowas hier machen. Das ist halt. Nee. Moment, das ist. Gerade etwas Nonsens. Lass da auch zwei Blöcke nebeneinander. Ja, muss, ne? Ja. Okay, das heißt, der innere Teil ist dann was?
Das ist merkwürdig. Hey, irgendwas heute mit dem Gang nicht so ganz hin, glaube ich. Weiß nicht. Kann das sein? Ja, das ist interessant. Ach du Scheiße, der Block hat sich ja geil anbauen. Oh, der sieht gut aus. Oh ja, da bin ich dabei. Ah. Cut. Paste. Irgendwie so müsste das eigentlich. Haut das ja auch irgendwie hin. So. Nein, fast. Eine Seite sind nicht so ganz stimmig. Achso, warte mal, ich glaube. Oder ein Gang müsste ein wenig mehr verschoben werden, sonst haut das nicht in. Irgendwie nicht so ganz Sinn dann. Ja. Wie kommst du darauf? Was lässt dich das glauben? Ja, es ist. Naja, sonst kommst du halt nicht gescheit auf der anderen Seite raus, um dort einen ordentlichen Ausgang zu machen, der sich irgendwie in die Bögen einfügt. Ja, dann versteht den halt ein oder so. Oder? Ja. Dann solltest du vielleicht nicht nach rechts gehen vom Gebäude aus. Weil sonst wird das mit dem Aufzug vielleicht kritisch. Nö, ich gehe gerade nach links, aber wieso? Was ist denn mit dem Aufzug? Naja, der muss ja auch noch wieder hinpassen. Ich hoffe, das passt. Ja, weiß ich nicht. Kannst du, glaube ich, am besten beurteilen, ob es passt. Also, wo der Gang halt jetzt ist. Ja, also ein Fallblock Abstand solltest du schon noch haben. Warte mal, was? Die Blöcke haben natürlich dieselbe ID, wollte mich jetzt verarschen. Ja, wenn du mit Details bastelst, dann ist es normal. Aua. Chance neu laden. Nee, die Blöcke haben dieselbe ID. Oh. Aber nee, ich kann noch nicht lesen. Die unterscheiden sich gerade mal eine Zahl. Aua. Nee, ich glaube, in dem Gang lässt sich das halt dadurch durch die unregelmäßigen Schienen, also durch die unregelmäßigen Gleisabstände halt nicht so richtig machen. Ich würde dann einfach mal sagen, dann. Und natürlich genau falsch rum. Machen wir einfach keine Segmentierung, weil das ergibt hier irgendwie nicht so richtig Sinn. Es macht nur Schwierigkeiten, denke ich. Wie? Ja, segmentieren macht Schwierigkeiten. Ja, nee, ich meine hier das. Wird mir nicht irgendwie doof. 466 und 465. Na, jetzt haut's hin. Okay. Mit dem Gang und alles gut. So, meine Güte, und so schnell schon eine halbe Stunde wieder. Wieso dämlich im Gang hier? Weiß ich nicht, dann. Okay. Dann mit der Aufnahme doch. Weiß ich, wir können mit der Aufnahme eigentlich auch. Diese Aufnahme schon bei Feierabend machen wir heute. Also. Ach, cool. Ja, so sieht's aus. Ich würde sagen, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Einen schönen Gang. Ciao.